Das gesunkene Segelschiff des berühmten norwegischen Polarforschers Roald Amundsen ist zurück in seiner Heimat. Ein Schleppkahn brachte das Schiff mit dem Namen Mod in den Hafen der Stadt Bergen. Vor 100 Jahren war die Mod von hier aus auf ihre letzte Expedition aufgebrochen. Als wir die norwegische Küste gesehen haben, war das ein besonderes Gefühl. Und als wir dann auch noch zwischen den Inseln entlang gefahren sind und somit quasi ihren Weg gekreuzt haben, den die Mod gesegelt ist, das hat sich wirklich außergewöhnlich angefühlt. Amundsen, der als erster Mensch den Südpol erreicht hatte, durchquerte mit seinem Schiff die Nordostpassage von Europa nach Alaska. Mehrere Erkundungsfahrten zum Nordpol scheiterten aber, was zum Bankrott von Amundsen führte. Das Segelschiff des Polarforschers wurde daraufhin verkauft und als schwimmendes Lager genutzt, bevor es 1930 in der Cambridge-Bucht im Norden Kanadas kenterte. 2016 hatten Experten das gut erhaltene Wrack geborgen. Ein Team hat es jetzt nach Norwegen transportiert, wo es in der Nähe der Hauptstadt Oslo in der Gemeinde Asker ausgestellt werden soll. Die Stadt ist quasi die Heimat des Schiffes. In Asker wurde die Mod vor mehr als 100 Jahren gebaut.